Wir sind in ihm. Da ist noch einer. Wir probieren mal. Strombreite, nein. Wir probieren mal den hochexplosiven Pfeil gegen das Vieh aus. Da ist noch einer. Sollte vielleicht bei den Viechern. Ja, die hochexplosiven Pfeile sind gegen die Heckenzinger echt ziemlich praktisch. Also, Freunde, Hecken, hochexplosiver Pfeil, bam, Ende. Aber ich habe davon nur drei, ne? Das macht das natürlich. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch vernatzen. Oh oh, irgendwas hat mich gesehen. Doch nicht. Die Granaten auch funktionieren. Jetzt habe ich ein Problem. Wusste es. Ach, Kacke. Das Vieh ist echt ätzend. Schauen wir mal. Von hinten geht auch. Muss ja so nicht hacken. Muss ich nur hinten erwischen. Nein! Sind die Dinger kacke. Sind die Dinger ätzend? Muss ich mit dem machen? Wenn man einmal raus hat, wie die Dinger getötet werden, gehen sie dann doch.
Alter, du jetzt auch noch. Dann ist mir alles aus dem Weg hier. Na, das gibt mir jetzt auch noch. Safe-Pinger vernetzen. Ja, wie denn? Was sagt mir nicht, ich muss da hoch. Hä? Heck, okay. Ich hatte nur das falsche Ding avisiert. Ach, dieses rote Blinken geht einem echt auf die Nüsse. Entschuldigung. What the f... Und nun? Ups. Au! Drecksack! Will ich jetzt machen? Das Kinderboss ist erreicht. Hier irgendwo Munition rum. Was ist das? So, das war das mit dem Verletzen. Hier liegt nirgendwo Munition rum. Ungünstig, ganz ungünstig. Ich renne doch gleich irgendein Seth in die Flosse. Mit Sicherheit. Munition! Ach, hochgeliebte Munition. Das bist du? Pfeile. Ach, sag, da ist noch so ein Scheißding. Immer noch, was sind das für Dinger? Quark, Frosch im Hals. Abwehrsysteme umgehen und Aufzug betreten. Jetzt habe ich wieder vorbeigeschossen. Prophet! Du musst die Brücke absenken, um auf den Laufgang zu kommen. Ich schick den Lift runter, wenn du soweit bist. Wie kommt denn der Fall da oben hin? Oh, Freunde, das hier gefällt mir jetzt gerade alles gar nicht. Nee. Ich bin
das alle gerade ganz gar nicht ganz entspannt gerade. Stirb! Kacke! Boah, ist das jetzt stressig. Boah, sind die Safe stressig. Nee, das gefällt kein Sascha gar nicht. Hab ich sie jetzt denn alle? Na endlich. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Wo waren die Fallbox jetzt, verdammte Axt? Nein, die will ich nicht. Den will ich haben. Den will ich haben. Da ist die Fallbox. Noch ein höher. Könnt ihr mal aufhören, mich hier zu verarschen? Warum sind die Pfeile immer so schwer zugänglich? Ach. Mann, ey. Geht doch. Hier mal wieder auf mittleres Zuggewicht. Wir hatten das auf gering gestellt, deswegen war, glaube ich, der erste Schuss nicht tödlich für die Seth. Wir bleiben mal auf mittlerem. Eventuell reicht das. Klar. Das war ja einfach. Okay, ich schicke jetzt den Lift runter. Das wird doch ein hartes Stück Arbeit. Freunde, mal ganz ehrlich, weißt du, ich baue hier so eine riesen Festung hin und baue hier einen blöden Schaltkasten, mit dem ich die Brücke absenken kann. Ehrlich, also, ne? Was ist das? Seth. Ich wünsche mir manchmal echt so ein kleines bisschen Energie-Upgrade. Der Aufzug ist da. Ja. Gut. Okay. Überlässt du das Kämpfen eigentlich immer mir? Berechtigte Frage. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht gerne du wäre. Selbst mit dieser ganzen Hardware, Wetware, Seth-Mutanten-Scheiße unter deiner Haut. Ich würde sofort mit dir tauschen. Gib mit nicht. Hast du kaputt? Komm schon. Nee. Funktionierende Nanosuit-Module finden. Ja, jetzt schauen wir mal. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen mal wieder ein bisschen die Typhoon. Die gefällt mir nämlich eigentlich. Okay, das geht nicht kaputt. Das ist Nanosuit-resistent. Cell hat mich hier monatelang eingesperrt. Ich wusste nie, wie weit sie diese Scheiße treiben würden.
Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ihr mich in eins dieser Dinger gesteckt hättet. Jungs, ich krieg Hallus. Weil der Nanosuit genau das ist, oder? Ein Ceph-Exoskelett. Wo geht's denn hier lang?